Lutzämich. Wer ist Lutzämich? Lutzämich ist Chirurg und Unternehmer. Er gründete den Krankenhauskonzern Helios und verkaufte ihn 2005 an Fresenius. Wer als Chirurg gearbeitet hat, musste diszipliniert und hart arbeiten können. Es gibt einiges Positives über Lutzämich zu berichten. So bezahlte er mehrere Millionen Schulden seiner Heimatgemeinde, gab einen Börsengewinn an Mitarbeiter seines Unternehmens weiter. Wer macht das schon? Schrieb ein Buch über das Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. 2014 gab Lutzämich ein Spiegel-Interview. Auf die Frage des Spiegel-Reporters, warum in deutschen Krankenhäusern immer mehr Krankenschwesternstellen abgebaut werden, obwohl die Zahl der Patienten zunehme, sagte er wörtlich: Krankenschwestern saufen doch nur Kaffee. Ich wiederhole: Krankenschwestern saufen doch nur Kaffee. In dieser Zeit wurden im großen Maße Pflegestellen abgebaut. Ob Lutzämich hier Trendsetter war oder nur wie viele andere Unternehmer in der Kliniklandschaft dachte, muss offen bleiben. Keine 5 Jahre später gibt es in Deutschland einen Pflegenotstand. Stationen müssen schließen, OPs werden verschoben, Intensivbetten werden gesperrt. Und der Bundesgesundheitsminister reist von Kosovo bis Mexiko, um Krankenschwestern zur Arbeit in deutschen Krankenhäusern zu bewegen. Sicherlich ist das Problem der mangelnden Attraktivität des Pflegeberufes ein vielschichtiges. Aber ein Punkt ist die Personalpolitik der letzten Jahre, das Zitat des Lutzämich, ist an mangelnder Wertschätzung für den Pflegeberuf nicht zu überbieten und verdient diesen Song. Lutzämich, Milliardär, das Leben, das ist hart und schwer. Wachst auf am Morgen, Angst besetzt und bist von Geldsorgen gehetzt. Hast Angst vor leeren Kassen? Wen kannst du bloß entlassen? Der Profit, das große Geld, ist bei uns das, was nur noch zählt. Fährt dann die Karre an die Wand, bist du schnell weg in anderem Land. Die Gier nach immer mehr Gewinn, die richtet manche Klinik hin. Der Spahn, der Herr Minister, der tut da nichts, doch eigentlich müsste. Doch mit dem Chef vom Großkonzern streitet sich kein Minister gern. Es wäre das Ende der Karriere und keine Villa, keine Ehre. Thank you.
Luzelmich, Milliardär. Die Krankenhäuser sind heut leer. Bei so viel Wertschätzung entlaufen sind die, die ja nur Kaffee saufen. Und das, Luzelmich, ist ein Grund, dass heute so ein Schwesternschwund.